Funkkreis von Bonn, Doll, guter Start hier von Ivy Fortuna, die hier gleich nach vorne geht. In der Mitte auch Terpi Burgerheide, flott abgekommen in zweiter Position. Innen dann Joan Hanover mit Kajak de Rondell. Dann eben noch Jack Pipes, Steels, dahinter kommt dann White Phoenix. Innen James Moko, außen Blackbird und Schlusssicht Fifi Ducassel. Alles ganz dicht beieinander und alle hier fehlerfrei abgekommen in dieser Wahlprüfung. Terpi Burgerheide an der Spitze, Junior Kite an der Außenseite an zweiter Position. Dann folgt innen Ivy Fortuna mit Joan Hanover, daneben White Phoenix, Black Pearl in der äußeren Spur an der Seite von Gaillac de Vendel innen. Und die letzten beiden sind James Moko und Fifi Ducassel. Es geht auf die Überseite zu. Terpi Burgerheide eine Länge vorn gegenüber Junior Kite der Außenseite. Knapp im Vorteil, White Phoenix meldet sich zu Wort und auch James Moko ganz an der Außenseite wird jetzt in die Entscheidung geworfen. Von ganz vom Schluss des Feldes versucht es Fifi Ducassel in der Mitte der Bahn, Junior Kite dazwischen, die Lücke jetzt für White Phoenix, aber aus und James Moko ist überlegen. James Moko völlig überlegen am Ende auf den letzten Metern, gewinnt vor Fifi Ducassel, dein Black Pearl auf dem Platz, ganz an der Außenseite noch Gaillac de Vendel, Junior Kite, dann White Phoenix, Joan Hanover, Ivy Fortuna, Terpi Burgerheide. Was war deine größte Sorge, dass du von ihm gerade wegkommst? Nee, meine erste Sorge war erstmal, dass er trappt für die Großbombe.